Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergfreunde, zu Icewind Dale. Ja, ist gut, wir sind erschöpft, ich weiß. Und wir sind überladen und beladen. Dein Befehl? Jawohl! Jawohl! Können aber trotzdem mal zum Zeug einsacken. So. Was? Du die Edelsteine. Ja, vorwärts. Und dann sollten wir uns eine ruhige Ecke suchen. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Nehmen wir ruhig die Ecke hier hinten. Die ich bin müde. Ist abgelegen. Damit wir rasten können, ja. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße. Wir sind nämlich auch ziemlich am Arsch. Ich muss mich bald ausruhen. Auf in den Sieg! Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Dämonen des Schlafes jagen mich. Das Regenhofschrecken hat es jetzt ordentlich zerfetzt. Auch wenn der eigentlich nur Knochen war. Nein. Ach, komm schon. Schützen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Dein Befehl? Vorwärts! So, dürfen wir jetzt in Ruhe rasten? Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Na also. Gut, hier oben ist noch Zeug. Was? Mit Vergnügen. Gucken wir mal, ist hier alles tot? Ja, hier ist alles tot. Hier sind der Trockene. Befleckte Fremde, verlass diesen Ort sofort. Euer Anwesenheit schädigt das bereits verdorbene Grab meines Herrn Wilfden. Wer seid ihr? Wer ich bin? Wisse dies, Schädel. Ich bin Mepdinga, eins vom Stamm des Bären, später geopfert, um den großen Häuptling Wilfden in seinem Leben nach dem Tod zu dienen. Nun verlasst unverzüglich diesen Ort. Warum erzürnt euch unsere Anwesenheit? Nur die Toten sind hier willkommen. Eure Seelen sind durch die Berührung mit Bösen befleckt. Geht jetzt. Von welchem Bösen sprecht ihr? Ich spreche von demselben Bösen, das den Körper meines Herrn vergiftet hat. Der Gestank seiner Berührung geht auch von euch aus. Geht, die Seuche, die ihr tragt, infiziert das Land. Ich entschuldige mich, dass ich euch erzürnt habe. Ich werde jetzt gehen. Okay. Gut. Das heißt, wir gucken erstmal nach hier oben. Was es hier so gibt. Um die Toten zu rächen, werden wir die Lebenden fordern. Ich war im Leben nie eine Frau. Im Tod bin ich frei, Krieg zu führen. Okay. Das da unten scheint ein abgeschlossener Bereich zu sein. Das hier oben, hier geht's weiter. Gucken wir uns erstmal hier oben um und lassen da unten das Grab in Ruhe. Ja, einverstanden. Stufenaufstieg für Lunastra.
Stufe erhöhen. Zusätzliche Waffenfähigkeit. Dolch, das sie noch gar nicht hat. Die ganze Zeit. So. Das Übliche. Gut. Das heißt, als nächstes bist dann du dran. Brauchst nur noch... So... 29.500, genau. Die anderen haben recht krumme Zahlen. Ist interessant, dass du so eine gerade Zahl hast. Ja, sie braucht dann jetzt wieder eine ganze Weile. Sie ist erst als Letzte jetzt wieder dran. Aber ja. Sag was du sofort! Hier war irgendwo noch einer von den Geistern. Gut. Oh, die spricht Hast auf die ertrunkenen Toten. Spür meine steinerne Klinge! Kann ich helfen? Das Spiel können wir aber auch zu zweit spielen. Vor allem, weil es immer mehr werden. Hast. Und eine Verteidigungskoordination. Ich werde dich töten. Auf in den Sieg! Mögen die Götter euch gnädig sein. Ich mach so schnell. Sofort! Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Ach, du bist schon wieder mit Dinga. Immer noch hier so unterwegs. Ich höre. In Ordnung. Keine Rache ist groß genug. Dein Befehl? In Ordnung. Ich höre irgendwo was näher kommen und doch nicht näher kommen. Hier oben ist nichts. Sie ist immer noch hier unterwegs. Ja? Was? Wenn es sein muss. Diese Skulptur eines Orkkopfes ist charakteristisch für die Tendenz nordischer Barbaren. Ihre Feinde und Helden in der Kunst übertrieben darzustellen. Sag, was du von mir sofort. So, was haben wir hier drin? Was ist los, wenn es sein muss? Geld und Zauber. Hm? Noch mehr Geld. Wie kann ich sofort? So, was ist hier? Ach, der Weg nach oben. Auf die kleine Insel wahrscheinlich. Und da ist Wilftins Grab. Okay. Was ist das? Mehr Geister kommen und quälen mein verräterisches Herz. Hinfort mit euch, rachedurstige Geister. Lasst mich meine Schande in Frieden ertragen. Wir sind keine Geister, Jolter. Wir sind aus Fleisch und Blut wie ihr. Wie kann das sein? Wilfden hat euch aus dem Lager vertrieben. Euer Auftrag war vorüber, bevor er begann. Warum seid ihr hierher gekommen? Ja, Erfahrungspunkte habt ihr heute auf der Toteninsel gefunden.
Wir sind gekommen, um euch zu retten. Wilfdin hat uns nicht einfach nur vertrieben, er hat versucht, uns töten zu lassen. Bitte, versucht nicht so hart über mein Volk zu urteilen. Es war meine Torheit, die eure Leben in Gefahr brachte. Es ist nur richtig, dass ich hier im Exil bleibe, bis der Tod mich befreit. Soll das heißen, dass ihr beschlossen habt, einfach aufzugeben und hier zu sterben? Hört, wir sind weit gereist, um euch zu finden. Wir haben nicht vor, einfach aufzugeben und heimzugehen. Nehmen wir mal das zweite. Mein Schicksal wurde von Wilfdin entschieden. Ein aufrechter Mann akzeptiert die Urteile seines erwählten Königs. Was wäre, wenn wir euch sagen würden, dass Wilfdin nicht der ist, der er zu sein behauptet? Ihr seid in der Tat ehrlich, aber durch mein Glauben ist es mir möglich, in das Herz eures Königs zu schauen. Er ist vom Bösen berührt. Ich vermute, dass eure Vision wahr ist. Doch ich habe im Vertrauen auf Visionen schon zu viel riskiert. Wenn ich mich gegen meinen König wenden soll, brauche ich Beweise. Wo können wir einen solchen Beweis finden? Wenn die Seele in Wilfdins Körper tatsächlich verdorben ist, hat sie vielleicht Spuren ihres Weges in der Gruft des toten Königs hinterlassen. Sucht euren Beweis in den Gräbern dieser Insel. Solltet ihr etwas Bedeutsames finden, bringt das hierher zurück, zu mir. Und wir besprechen unser weiteres Vorgehen. Nun gut, fürs erste Depot, Jolter. Ey, Level up. Ja, wir haben mit Jolter gesprochen und ihm erzählt, was wir von den ruhelosen Geistern der Toteninsel erfahren haben. Obwohl er überzeugt wirkte, forderte er weitere Beweise von uns. Er schlug vor, dass wir den Gräber nach handfesten Beweisen dafür suchen, dass das Böse vom Wilf den Besitz ergriffen hat. Ja, und Elana einen Stufenaufstieg. 4., 5. und 7. Zaubergrad. Ein Zauber. 7. ist bei Priester, glaube ich, der höchste. Yay. 2 Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Ja, 7. ist der höchste. 5. Ja, während der Wirkungsdauer 2 Runden. Lieber noch mal eine Lanze. Siegerstärke. Ach so, da muss der Priester stillstehen. Das ist nicht so toll. Lebende töten. Kann ich von Charakteren mit guter Gesinnung. Sie ist, glaube ich, neutral, gell? Oder? Rechtschaffen neutral, ja. Nehmen wir erstmal den 4. Zauber, da doch mal eine Heilung. 5. Zauber, Massenheilung. Gerechter Zorn des Gläubigen. Nehmen wir das mal. Wie lange hebt das? Eine Runde pro Stufe. Doch, das hebt dann relativ lange. So, und jetzt zum 7. Regeneration ist ganz netter Zauber. Mit Hilfe dieses mächtigen Zaubers verleiht der Anwender einem Wesen die Fähigkeit zur Regeneration. Erlittene Verletzungen heilen und selbst verlorene Gliedmaßen bilden sich neu. Der Zauber regeneriert 3 Trefferpunkte pro Sekunde und hält an, bis die Wirkungsdauer endet oder der Zauber gebannt wird. Also eine Runde alle 2 Stufen. Wird der Zauber beispielsweise von einem Kleriker der 14. Stufe gewirkt, so regeneriert das Ziel 7 Runden lang 18 Trefferpunkte je Runde. Dieser Zauber hat keine Wirkung auf Untote, Konstrukte und Wesen von anderen Ebenen.
Böse Charaktere können ihn nicht anwenden. Ja, das macht ihn ziemlich mächtig. Was haben wir noch? Finger des Todes ist,